Wie sieht's aus, Leute? Was geht ab? Alles klar, willkommen zurück bei Tino Fresh Food Customs. Ja, freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute machen wir ein bisschen was Cooles mit Blätterteig. Beim letzten Video hatten wir auch schon Blätterteig, aber ich habe noch was übrig. Das bedeutet nachhaltig, wiederverwerten. Und von dem her zeige ich heute was anderes im Blätterteig. Wir starten auch gleich, bevor ich wieder viel zu viel rumlabere. Und zwar fangen wir einfach an. Ich zeige euch die Zutaten, um was es nachher geht. So, wir haben heute hier etwas Olivenöl, etwas brauner Zucker, etwas Safran, etwas Schmand, bisschen Ziegenkäse, wieder die kleine Nussmischung, gewürfelter Speck, bisschen Karotte, Zwiebel, Frühlingszwiebeln, Mais, eine Viertel Zitrone und frische Kräuter, Basilikum, Liebstöckel, Rosmarin, Thymian und unseren Blätterteig. Ja, natürlich will ich euch verraten, was es auch gibt. Wir machen so, ja, wie so kleine Blätterteigtaschen, ja. Ihr habt das hier schon vorbereitet. Mit einer Karottensoße und einer Wasabi-Meerrettich-Creme. Die Wasabi-Meerrettich-Creme habe ich schon fertig gemacht. Das zeige ich euch nachher einfach kurz. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Let's go. Hier haben wir erstmal unseren Blätterteig. Den könnt ihr im Laden kaufen, erwerben, egal wo. Fertiger Blätterteig. Ich habe hier eine sogenannte Silikonmatte. Ja, da kann man den auslegen, in Form bringen. Den schieben wir jetzt erstmal bei 10 Minuten, so 180 Grad in den Ofen. Lassen das Ganze etwas braun werden, holen den raus und dann fangen wir an, das Ding zu füllen. Let's go. Wir bringen wieder ein bisschen Farbe ins Spiel, wir bestreichen das Ganze wieder ein bisschen Eigelb. So, wir schieben das Ganze bei Umluft, 180 Grad im Ofen, ungefähr 8 bis 10 Minuten, Wecker ist eingestellt, ding, 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 let's go, bam. Gut, wir legen da mal los. Dann haben wir unser Olivenöl, ab in den Topf rein. Unsere Zwiebeln und der Knoblauch. Karotten hinzugeben. So, dann karamellisieren wir das Ganze mit unserem braunen Zucker. Der Weißwein ablöschen. Die Brühe hinzugeben. So, der Safran hinzugeben. So, jetzt lassen wir das alles 5 bis 10 Minuten leicht köcheln. Und dann geht's weiter. So, der Blätterteig habe ich jetzt aus dem Ofen geholt. Ich habe den gleich umgedreht. Und habe den jetzt einfach andersrum in die Löcher wieder reingemacht, damit es aussieht wie so Kerben. 1, 2, 3, 4, 5. Die werden nachher gefüllt mit der Masse, die wir jetzt gleich machen. Aber davor streiche ich das gleich noch ein bisschen ein mit Eigelb. So. Jetzt stellen wir den mal kurz zur Seite und machen die Füllung. Let's go. Die Handschuhe. Das wird eine Sauerei, Käppe. So, haben wir hier unseren Bacon, unsere Frühlingszwiebeln, unsere frischen Kräuter, unseren Mais, unseren Ziegenkäse, unsere Nüsse, unseren Zitronensaft. Vermengen wir das Ganze mal ein bisschen. Mal schön umrühren, verteilen. So, jetzt füllen wir unsere kleinen Löchle natürlich. Einmal. So, das Ganze schieben wir jetzt nochmal bei 180 Grad, auch nochmal so 10 Minuten in den Ofen und dann soll es eigentlich richtig gut aussehen und gut schmecken. Let's go. So, die Karotten sind jetzt 10 bis 12 Minuten leicht einreduziert.
haben jetzt die gewünschte Konsistenz, um alles zu mixen. Das machen wir jetzt. Wir haben hier ein Behältnis, wir haben hier noch das, den Schmand, der kommt jetzt am Ende mit dazu. Dann mixen wir das Ganze und dann passt es soweit. So, das Ganze habe ich jetzt aus dem Ofen geholt. Das ist jetzt soweit fertig. Wir richten das Ganze jetzt an. So, das war's, ihr seht. Geil, lecker, einfach, auf jeden Fall. Einfach ausprobieren und machen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt bei Tino Fresh Food Customs. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn euch Tino Fresh Food Customs, ich, das was ich koche, das was ich tue, gefällt, ne, und ihr sagt, geil, lasst doch einfach mal ein Like da. Einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal bei YouTube oder Facebook. Ich würde mich sehr freuen. Fresh Food Customs wird sich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tino Fresh Food Customs. Boom.